Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns in der Vorlesungsreihe zur Chemie, sind hier beim 11. Video angekommen und werden uns mit der quantitativen Analytik befassen, und zwar über ganze 51 Folien hinweg. Keine Angst, das klingt viel, ist es aber nicht so sehr, denn die meisten Folien sind nur Rechenwege und Rechnungen, die man sehr stark verkürzen könnte. Aber ich wollte es gern ausführlich machen, denn quantitative Analytik ist wie qualitative Analytik, nur mit Mathematik dazu. Deswegen gehen wir auch ähnlich vor. Wir klären erstmal so die allgemeinen Grundlagen, schauen uns dann die Säure-Base-Titration an, machen hierbei unsere ersten Rechnungen und dann quasi neu hinzu ist der Titer am Beispiel der Fettungstitration. Da werden wir uns genau anschauen, was das ist, wie man den berechnet und vor allem, welchen Einfluss der hat und warum es den überhaupt gibt. Fangen wir also ganz locker aber allgemein an und sagen, dass die qualitative Analytik sich damit befasst, zu ermitteln, aus welchen Stoffen ein Gemisch besteht, aber im Gegensatz zur quantitativen Analytik ist es so, dass diese hingegen noch auch berücksichtigt, in welcher Menge die Stoffe in dieser Lösung sind. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Bei der qualitativen geht es uns nur darum festzustellen, was ist in der Lösung, bei der quantitativen ist die Frage, wie viel davon. Das wird in der Regel mit Titration durchgeführt, sprich also in der Virette ist eine Maßlösung drin, dann wird eine gewisse Menge dieser Maßlösung die Probelösung geben, und zwar so lange, bis eine Reaktion auftritt und diese dann einen Umschlag, eine Fällung oder was auch immer darstellt. Und der Verbrauch in Maßlösung hilft uns dann beim Rechnen für die Menge. Genau, es wird, wie schon gesagt, eine festgelegte Maßlösung zugeben, welche dann direkt oder indirekt eine Reaktion hervorruft. Und anhand der Reaktion können wir dann halt das Volumen ablesen und damit die Stoffmenge berechnen. Die Maßlösung wird in der Regel selbst hergestellt, sodass nicht nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch die jeweilige Konzentration bekannt ist. In der Regel verwendet man dann bei Titration eine Virette, in der sich die Maßlösung befindet. Die hat eine Skala zum Ablesen des Verbrauchs, sowie unten befestigt einen Hahn, mit dem man regeln kann, wie schnell die Maßlösung in die Probelösung fließt. Damit lässt sich genau der Verbrauch an Maßlösung bestimmen, der nötig ist, um in der Probelösung die gewünschte Reaktion hervorzurufen. Kombiniert man das mit unseren stöchiometrischen Rechenkenntnissen, kann so genau ermittelt werden, wie viel des zu untersuchenden Stoffes in der Probelösung vorhanden ist. Fangen wir an mit der Säure-Base-Titration. In der quantitativen Analytik werden Säure-Base-Titrationen dann verwendet, wenn die Konzentration einer Säure oder Base genau bestimmt werden soll. Näheres zum Background finden wir hier in dem Video Chemie 10 Qualitative Analytik 2. Da möchte ich jetzt nicht noch einmal so ausführlich drauf eingehen. Alternativ kann auch die Menge des Säure- oder Base-Restions bestimmt werden, sofern bekannt ist, um welche Säure bzw. Base es sich handelt. Wichtig dabei ist, bei schwachen Säuren muss beachtet werden, dass diese nur teilweise dissoziieren. Aber zur Vereinfachung in dieser Vorlesung behaupten wir, dass wir nur starke Säuren und Basen verwenden, und in Übungen habe ich auch nur entsprechende angegeben. Ja, wie gehen wir dabei vor? Es wird erstmal ein möglichst genau bestimmtes Volumen der Probelösung in Becherglas, Erlenmeyer oder Maßkolben vorgelegt und notiert, wie viel wir da abgefüllt haben. Dann geben wir da noch einen Indikator hinein, der bei einem neutralen pH-Wert umschlägt. Ist die Probelösung eine Säure, wird dann in die Birette als Maßlösung eine Lauge mit bekannter Konzentration gefüllt, ansonsten natürlich umgekehrt. Es wird unter Schwenken bis zum vollständigen Farbumschlag titriert. Das bedeutet, dass wir langsam mittels des Hahns eine Maßlösung zutropfen lassen und der Verbrauch wird notiert. Wird die zwischendurch mal leer, das passiert in der Praxis manchmal, dann muss man halt nachfüllen. Machen wir mal ein Beispiel. Oder besser, wir machen zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, es soll die Konzentration einer unbekannten Salzsäurelösung bestimmt werden. Es werden 100 ml von dieser in einen Erlenmeyer-Kolben gegeben, das ist unsere Probelösung. Als Maßlösung wird eine 10%ige Natronlauge verwendet und nach Zugabe des Indikators Bromthymolblau zur farblosen Probelösung färbt sich diese gelb, womit wir eine Säure nachgewiesen hätten. Nach Zugabe von 50 ml Probelösung kommt es zur Grünfärbung, pH 7 neutral. Bei zweitens machen wir dasselbe wie bei erstens
nur dass es sich bei der Probelösung um Phosphorsäure handelt und die Maßlösung nicht 10%ig NaOH, sondern 0,1 molare NaOH ist. Ihr werdet sehen, der Unterschied in der Angabe dieser Konzentration ist tatsächlich sogar gravierend. Gut, machen wir also erstmal Beispiel 1. Der erste Schritt ist in dem Moment den Volumenanteil der Maßlösung bestimmen. Das ist nur dann notwendig, wenn die Konzentration in Prozent angegeben ist. Hierbei gilt, Volumen des Stoffs ist Volumen der Maßlösung mal den Stoffanteil in Prozent. In unserem Fall also, das Volumen von NaOH ist das Volumen der Maßlösung mal der Stoffanteil in Prozent, also 50 ml mal 10% gleich 5 ml. Über die Dichte Rho, sieht ja aus wie ein P, aber das sieht leider in der PC-Schreibweise so aus. Die Masse M wird errechnet und das ist auch nur notwendig, wenn die Konzentration in Prozent angegeben ist. M des Stoffes ist die Dichte des Stoffes mal dem Volumen des Stoffes. In unserem Fall also die Dichte von Natronlauge, gegeben hier mit 2,13 Gramm pro Milliliter. Damit können wir die Masse von Natronlauge errechnen, welches die Dichte mal des Volumens ist, also 2,13 Gramm pro Milliliter mal 5 Milliliter ergibt 10,65 Gramm. Solche bestimmten Größen wie Molarität oder die Dichte, die sollten man aus Tabellenbüchern ablesen können. Das werden wir auch bei der Übung dann sehen, das werden wir auch brauchen. Drittens, die Stoffmenge N soll bestimmt werden. Da gibt es zwei Varianten. Wenn das Volumen nur in Prozent angegeben war, gehen wir die molare Masse mit N ist gleich M durch M. Oder besser ausgedrückt, die Stoffmenge ist die Masse durch die molare Masse. Haben wir die Konzentration C, die molare Konzentration gegeben, dann gehen wir den Volumenanteil, indem wir sagen, N ist C mal V. Aber wir haben hier Volumenprozent, also nehmen die erste Variante und brauchen die molare Masse von Natriumhydroxid. Wir schlagen nach und stellen fest, die ist 40 Gramm pro Mol. Und jetzt setzen wir einfach die Formel ein und kommen auf die Stoffmenge von Natriumhydroxid. Das ist die Masse von Natriumhydroxid durch die molare Masse, also 10,65 Gramm durch 40 Gramm pro Mol, ergibt 0,26625 Mol. Viertens. Nun muss die Stoffmenge der verbrauchten Maßlösung in stöchiometrische Gleichungen eingesetzt werden, um die Stoffmenge der Probelösung zu ermitteln. Denn es gilt ja, Stoffmenge der Säure plus Lauge reagiert zur Stoffmenge Wasser plus eine gewisse Stoffmenge Salz. Und nun zum Beispiel haben wir hier eine HCl plus NaOH reagiert zu H2O plus NaCl. Das bedeutet, wir können hier ablesen, die Stoffmenge an HCl, die wir benötigen, ist dieselbe wie die Stoffmenge NaOH, weil die im Verhältnis 1:1 reagieren. Das heißt, die Stoffmenge von unserem HCl, von unserer Salzsäure, ist genau wie die von NaOH und damit 0,26625 Mol. Nun kann die molare Konzentration der Probelösung errechnet werden. Hier gilt, C der Probelösung ist gleich N der Probelösung durch V der Probelösung, am besten in Litern. Das heißt, die Konzentration HCl ist dasselbe wie die Stoffmenge HCl durch das Volumen an HCl, also 0,26625 Mol durch 0,1 Liter, 100 Milliliter hatten wir ja hier vorgelegt in der Probelösung, ergibt 2,6625 Mol pro Liter. Damit ist man manchmal schon fertig, meist ist die Konzentration gefragt. Ist diese aber nicht gefragt, sondern die Masse M, beziehungsweise soll die Konzentration als Prozent ermittelt werden, dann muss zunächst die Masse über die molare Masse ermittelt werden. Und hier gilt dann, M ist M mal M. Wir suchen uns dann also die molare Masse von HCl raus, das ist 36,46 Gramm pro Mol. Haben dann Masse von HCl ist Stoffmenge HCl mal molare Masse von HCl. Setzen das ein und kommen auf 0,26625 Mol mal 36,46 Gramm pro Mol, ergibt 9,707 Gramm. Achtung, dass wir hier die Molanzahl einsetzen, die wirklich in diesen 100 Milliliter drin sind und nicht die 2,6625, die in 1 Liter drin sind. Ja, also es sollte immer die Stoffmenge verwendet werden, die in der Probelösung in 100 Millilitern ist, es sei denn, ist was anderes angegeben. Wir kommen, wie gesagt, auf eine Masse von 9,707 Gramm für HCl. Sollen wir jetzt noch die Volumenprozent ermitteln, dann muss als Zwischenschritt der Volumenanteil des Stoffes der Probelösung in Gesamtvolumen über die Dichte errechnet werden. Das heißt, der Volumen des Stoffs ist die Masse des Stoffs durch die Dichte des Stoffs.
Die Dichte von HCl ist 1,64 Gramm pro Milliliter. Dann setzen wir das ein, haben wir die Masse von HCl durch die Dichte von HCl mit 9,707 Gramm durch 1,64 Gramm pro Milliliter ergibt 5,919 Milliliter. Im letzten Schritt können wir jetzt auch die Volumenprozent ausrechnen, indem wir das Verhältnis des theoretischen Volumens des Stoffes der Probelösung zum Gesamtvolumen bestimmen. Das heißt, der Stoffanteil in Prozent ist der Volumen des Stoffs durch Volumen der Probelösung mal 100%. Bei uns also VHCl durch V der Probelösung mal 100%, also 5,919 Milliliter durch 100 Milliliter, die vorgelegt wurden, mal 100%, ergibt 5,919% ist die HCl-Lösung. Das wäre es für Beispiel 1. Beispiel 2 geht ein bisschen schneller, denn wir haben hier die molare Konzentration C gegeben, womit Schritt 1 und 2 schon mal entfallen. Wir beginnen also direkt bei drittens und bestimmen die Stoffmenge über die zweite Formel, indem wir sagen, die Stoffmenge von NaOH ist die Konzentration von NaOH mal das Volumen an Maßlösung. Wir haben hier also 0,1 Mol pro Liter mal 0,05 Liter sind 0,005 Mol. Ja, jetzt tun wir unsere Reaktionsgleichung aufstellen, um festzustellen, welche Verhältnisse die miteinander reagieren. Da haben wir H3PO4, die Phosphorsäure, plus 3NaOH, reagiert zu 3H2O plus Na3PO4, Natriumphosphat. Das heißt, wir brauchen dreimal so viel Natriumhydroxid wie Phosphorsäure, oder anders ausgedrückt, die Stoffmenge von Phosphorsäure entspricht ein Drittel von NaOH. Das heißt, wenn NaOH 0,05 Mol hat, mal ein Drittel, kommen wir auf eine Stoffmenge von H3PO4, die wir benötigen, von 0,00167 Mol. Jetzt rechnen wir die Konzentration aus, indem wir die Stoffmenge der Phosphorsäure durch das Volumen teilen, haben dann also die 0,00167 Mol durch 0,1 Liter, die wir vorgelegt hatten. Das heißt, die Konzentration ist 0,0167 Mol pro Liter. Ja, jetzt können wir theoretisch weitermachen, wenn nicht nur die Konzentration gefragt ist, indem wir zuerst die Masse über die molare Masse ausrechnen, indem wir den Stoffanteil der Phosphorsäure mal die molare Masse nehmen. Die ist laut Tabellenbüchern mit 98 Gramm pro Mol angegeben. Das heißt, wir haben dann 0,00167 Mol mal 98 Gramm pro Mol ergibt 0,163 Gramm Phosphorsäure. Als Zwischenschritt, wenn wir die Volumenprozent wollen, müssen wir erst das Volumen ausrechnen. Das machen wir, indem wir die Masse von unserer Phosphorsäure durch die Dichte von Phosphorsäure teilen, was dann 0,163 Gramm durch 1,87 Gramm pro Milliliter sind. Damit haben wir ein Volumen von 0,087 Millilitern. Der Stoffanteil ergibt sich dann mit dem Volumen von H3PO4 durch den Volumen der Probelösung mal 100%. Das heißt in Millilitern 0,087 Milliliter durch 100 Milliliter mal 100% ergibt 0,087%. Das Schöne ist, wenn wir eine Konzentration gegeben haben, lässt sich relativ leicht eine Probe machen, geht mit Prozenten auch, aber ist etwas umständlicher. Denn hier muss gelten, die Konzentration der Probelösung muss dasselbe sein wie die Konzentration der Maßlösung mal in Klammern die Stoffmenge der Probelösung durch die Stoffmenge der Maßlösung, Klammer zu, mal, Klammer auf, das Volumen der Maßlösung durch das Volumen der Probelösung, Klammer zu. In unserem Fall ausgedrückt, die Konzentration unserer Phosphorsäure ist dasselbe wie die Konzentration NaOH, mal, Klammer auf, die Stoffmenge Phosphorsäure durch Stoffmenge NaOH, Klammer zu, mal, Klammer auf, Volumen NaOH durch Volumen Phosphorsäure, Klammer zu. Setzen wir alles ein, kommen wir auf 0,0167 Mol pro Liter, ist gleich 0,1 Mol pro Liter, mal Klammer auf 1 Mol durch 3 Mol, Klammer zu, mal Klammer auf 50 Milliliter durch 100 Milliliter, kommen dann auf 0,0167 Mol pro Liter, soll dasselbe sein wie 0,1 Mol pro Liter mal ein Drittel mal ein Halb. Rechnen wir es aus, dann stimmt unsere Probe, denn wir kommen darauf 0,0167 Mol pro Liter, ist dasselbe wie 0,0167 Mol pro Liter. Und das ist eine vollkommen wahre Aussage. Damit haben wir also
Richtig gerechnet. Ja, und das ist eigentlich die Kunst der quantitativen Analytik. Wir tun statt wie bei der qualitativen nur schauen, was drin ist, bestimmen, wie viel es ist, und dann rechnen wir damit einfach die entsprechenden Größe aus, die wir brauchen, über all die Formeln, die uns bekannt sind. Daher im nächsten Schritt habe ich mir zwei adäquate Aufgaben ausgedacht. Und hier ist natürlich meine Bitte an euch: Nehmt Stift, Papier, Laptop, was auch immer zur Hand und versucht mal euch selbst an die Lösung dieser Aufgaben. Pausiert das Video natürlich an der Stelle. Ich springe weiter zu den Lösungen und dann vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, fangen wir an mit Aufgabe 1. Wir hatten als Maßlösung 10%ige HCl und als Probelösung 1 100 ml Calciumhydroxid mit einer Konzentration, die wir suchen. Und der Verbrauch an HCl an 10%iger, die wir hatten, war 40 ml. Gut, wir bestimmen erstmal das Volumen an Salzsäure, indem wir das Volumen der Maßlösung mal den Stoffanteil in Prozent nehmen, also 40 ml mal 10%, und kommen auf 4 ml. Jetzt können wir die Masse der Salzsäure über Dichte mal Volumen bestimmen. Die Dichte von Salzsäure ist 1,64 Gramm pro Milliliter mal unseren errechneten Volumen von 4 Millilitern, kommen wir auf eine Masse von 6,56 Gramm. Anschließend bestimmen wir die Stoffmenge unserer Salzsäure, indem wir sagen, die Masse der Salzsäure durch die molare Masse der Salzsäure, die mit 36,46 Gramm zu finden ist. Also haben wir dann 6,56 Gramm durch 36,46 Gramm pro Mol, ergibt 0,18 Mol. Mittels der Stoffmenge, die wir für die Salzsäure errechnet haben, können wir jetzt die Stoffmenge an CaOH2, also unserer Calciumhydroxidlösung, bestimmen, indem wir mittels der stöchiometrischen Gleichung überprüfen, wie sich die Stoffmengen zueinander verhalten. Und die stöchiometrische Gleichung sagt, 2HCl plus CaOH in Klammern 2 mal reagiert zu 2H2O plus CaCl2. Das heißt also, die Stoffmenge von Calciumhydroxid ist nur halb so groß wie die von HCl. Das heißt, Stoffmenge Calciumhydroxid ist 1,5 mal 0,18 Mol, macht 0,09 Mol. Ja, damit können wir jetzt die Konzentration ausrechnen, indem wir die Stoffmenge von Calciumhydroxid durch dessen Volumen teilen. Wir haben dann also 0,09 Mol pro Mol durch 0,1 Liter ergibt 0,9 Mol pro Liter als Konzentration der Calciumhydroxidlösung. Das war eigentlich gefragt. Wenn man weiterrechnen möchte, kann man das machen. Ich rechne jetzt einfach mal noch die Masse aus, indem ich sage, die Stoffmenge mal die molare Masse, also 0,09 Mol mal 74,1 Gramm pro Mol sind 6,67 Gramm. Mit der kann ich dann das Volumen ausrechnen, indem ich sage, die Masse von Calciumhydroxid durch die Dichte ergibt das Volumen. Also 6,67 Gramm durch 2,24 Gramm pro Milliliter sind 2,976 Milliliter. Der Stoffanteil in Prozent ist das Volumen der Calciumhydroxidlösung durch das Volumen der vorgelegten Lösung gesamt mal 100%, also 2,976 Milliliter durch 100 Milliliter mal 100%. Das heißt, wir haben hier eine 2,976%ige Calciumhydroxidlösung vorliegen. Gut, bei der zweiten Aufgabe empfehlen erstens und zweitens, denn wir hatten die Maßlösung mit einer Konzentration von 0,5 Mol pro Liter angegeben gehabt. Die Maßlösung war HCl und die Probelösung war 100 ml Natronhydroxid, wobei wir 40 ml 0,5 Molar HCl verbraucht haben, bis es zur Neutralisation kam. Also fangen wir drittens an und bestimmen die Stoffmenge N und gehen diesmal von der Formel her, dass wir sagen, N ist die Molarkonzentration C mal das Volumen an Maßlösung, also 0,5 Mol pro Liter mal 0,04 Liter, sind 0,02 Mol als Stoffmenge für die Salzsäure. Jetzt nehmen wir unsere stöchiometrische Gleichung und schauen, wie sich die zueinander verhalten, die Stoffmengen. HCl plus NOH reagiert zu H2O plus NaCl. Das heißt, die Stoffmenge von Natronlauge und HCl sind identisch.
Das heißt, wir können einfach sagen, Stoffmenge NaOH ist gleich 0,02 Mol. Jetzt berechnen wir die Konzentration, indem wir die Stoffmenge der Natronlauge durch dessen Volumen teilen. Also 0,02 Mol durch 0,1 Liter ergibt eine Konzentration von 0,2 Mol pro Liter. Auch hier hätte man wieder aufhören können, ich rechne trotzdem mal wieder weiter. Bestimme wieder die Masse, indem ich sage, diese ist die Stoffmenge mal die die molare Masse. Also 0,02 Mol mal 40 Gramm pro Mol ergibt 0,8 Gramm. Mit der kann ich als Zwischenstufe das Volumen bestimmen, wenn ich die Volumenprozent haben möchte. Das Volumen von Natronlauge ist dann die Masse von Natronlauge durch dessen Dichte, also 0,8 Gramm durch 2,13 Gramm pro Milliliter. Das ergibt ein Volumen von 0,376 Milliliter. Teile ich die durch die 100 Milliliter vorgelegte Probelösung mal 100%, komme ich auf einen Volumenprozent oder Stoffanteil von 0,376%. Das können wir auch gerne wieder verproben. Dann hätten wir Konzentration der Natronhydroxidlösung, sei dasselbe wie die der HCl mal Klammer auf, Stoffmenge Natriumhydroxid durch Stoffmenge HCl Klammer zu, mal Volumen Salzsäure durch Volumen NaOH Klammer zu. Das heißt also 0,2 Mol pro Liter sind 0,5 Mol pro Liter mal Klammer auf 1 Mol durch 1 Mol, können wir also wegkürzen, Klammer zu, mal Klammer auf 40 Milliliter durch 100 Milliliter Klammer zu. Es verbleibt 0,2 Mol pro Liter sei 0,5 Mol pro Liter mal 0,4. Und siehe da, wir haben richtig gerechnet, 0,2 Mol pro Liter sind 0,2 Mol pro Liter. Damit wären wir jetzt für die grundlegenden Berechnungen durch und haben damit auch die Säuren und Basen mehr oder weniger abgespeckt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und führen den Titer ein. Und das machen wir am Beispiel von der Fällungstitration, damit wir diese auch einfach mal berücksichtigt haben, weil die ist eigentlich so die häufigste, die quantitativ genutzt wird, sowohl bei, also eigentlich bei allen möglichen Analysen, sei es Gewässeranalyse, sei es eine Getränkeanalyse. Theoretisch macht man es sogar bei Feststoffproben, indem man die dann löst, in Wasser gibt, schüttelt und zentrifugiert. Und dann wird meistens bestimmt, wie der Anteil der löslichen Stoffe darin ist. Bei dem Thema können wir auch mal den Trennungsgang erwähnen. Das ist allerdings dann gleich, sagt man, ein sehr anstrengendes Thema, weil eigentlich können wir den Trennungsgang mit den ganzen drei Vorlesungen, die wir jetzt haben, selber machen. Aber wer Interesse hat, schaut sich den mal selber an. Da ist nämlich festgelegt, wenn man jetzt vorgibt, werden eine Lösung, wo alles Mögliche drin ist oder die komplett unbekannt ist, in welchen Schritten wir was zuerst machen sollten, damit wir möglichst wenig Verunreinigungen für die nächsten Untersuchungen haben. Ist eigentlich eine ziemlich clevere, ausgedachte Sache. Aber okay, das führt zu weit. Wir kümmern uns jetzt um den Titer. Und der ist ein Fachbegriff für einen chemischen Korrekturfaktor bei der quantitativen Analytik. Denn bisher sind wir davon ausgegangen, dass unsere Maßlösung genau die angegebene Konzentration hatte, die wir eigentlich bestimmt haben. Wir haben also unterstellt, dass wir bei den Abwiegen keinen Fehler gemacht haben, dass uns kein Tropfen verloren gegangen ist, dass unsere Chemikalien nicht verunreinigt waren, dass wir keine hygroskopischen Chemikalien hatten, das heißt, dass da kein Wasser dran gebunden war. Sprich, wir sind davon ausgegangen, wir haben alles perfekt gemacht. Die Lösung, unsere Maßlösung ist genau so bestimmt, wie wir das gesagt haben. Problem ist, Perfektionismus gibt es leider kaum. Denn das ist in der Praxis nur mit maschinellen Verfahren möglich. Die werden dann sogenannte Ohrtäterlösungen oder Ohrtätersubstanzen genannt. Die sind halt, wie gesagt, saugenau, aber auch sehr, sehr kostspielig. Und leider spielt halt Kosten immer eine Rolle. Und daher werden den meisten Laboren halt nicht Ohrtäterlösungen, sondern aus Kostengründen eigene Lösungen hergestellt. Das ist deutlich billiger, hat aber wegen dem beschriebenen Problem dass, ja, die Folge, dass diese meist ungenau sind und damit eigentlich für analytische Sachen nicht gut geeignet sind. Für qualitativ okay, noch machbar, aber für quantitativ dann eher ungeeignet. Wir stehen jetzt vor einem Problem. Wie können wir eine unglaublich genaue quantitative Analyse durchführen, was ja der einzige Sinn von quantitativen Analysen ist, ohne aber haufenweise Kosten für irgendwelche super perfekten Ohrtäterlösungen zu haben? Und da gibt es eine ganz pfiffige Lösung. Es wird ein geringes Volumen an Ohrtäterlösung verwendet. Diese muss natürlich die zu untersuchende Ion der Probelösung enthalten, sonst klappt der ganze Spaß nicht. Und als Probelösung
mit genau bekannter Konzentration vorgelegt. Man tut also so, als wäre die Urtäterlösung unsere unbekannte Probelösung mit dem Wissen, haha, die ist ja gar nicht unbekannt. Wir haben eine genaue Konzentration, die zu 100% stimmt. Und dann kehrt man den Prozess um und sagt, jetzt titrieren wir mit unserer hergestellten Maßlösung in diese scheinbar unbekannte Urtäterlösung. Da unsere Probelösung, unsere Urtäterlösung, eine genaue Konzentration hat, lässt sich der theoretische Verbrauch errechnen, wenn unsere Maßlösung denn genau wäre. Bildet man den Quotienten aus dem theoretischen Verbrauch V ist und dem tatsächlichen V soll, erhält man einen Korrekturfaktor und das ist der Tite. Und so geht man sicher, dass man wirklich clever vorgeht, sagt, okay, ich lege hier, ich sag mal, ein bisschen unglaublich genaue Urtäterlösung vor mit dem Stoff, den ich gerne untersuchen möchte und stelle eine Maßlösung her. Ich weiß, ich kann rechnen, wie viel Maßlösung ich jetzt verbrauchen muss, damit ich die entsprechende, in meinem Fall hier eine Ausfällung komplett fertig habe. Und gleichzeitig tue ich in der Praxis testen, ob denn meine rechnerische Sache stimmt und weiß, aha, der Differenz im Prozent, sprich der Quotient, das muss ja dann zwingend die Verunreinigung sein, die ich hergestellt habe in meiner Maßlösung, weil ich ja weiß, dass meine Urtäterlösung, die ich als Probelösung vorgebe, genau ist. Und damit kann ich sehr große Mengen Maßlösungen herstellen, die zwar ungenau sind, die ich aber durch unseren jetzt errechneten Korrekturfaktor als genaue Lösung verwenden kann, indem ich einfach den Korrekturfaktor am Ende bei der Untersuchung der richtigen Probelösung mit reinrechne. Und schon passt wieder alles. Es gilt, der Titer ist also V ist durch V soll. Und im Schritt 4 unseres Schemas wird die Stoffmenge N des zu untersuchenden Stoffes der Probelösung anhand der chemischen Gleichung ja ermittelt. Und hier muss dann diese durch den Titer noch geteilt werden. Das heißt, wir haben dann N-Probelösung ist gleich N-Maßlösung durch T den Titer. Weil wir halt eine ungenaue Maßlösung haben. Machen wir das noch ein Beispiel. Es soll die Chlorid-Ion-Konzentration einer unbekannten Lösung bestimmt werden. Dazu werden 100 ml von dieser in einen Erlenmeyer-Kolben gegeben. Das ist die echte Probelösung. Als Maßlösung wird eine ca. 1 molare Silbernitratlösung hergestellt. Ich sage jetzt ca. 1 molar. Wir versuchen natürlich eine 1 molare herzustellen, aber wir sind halt unperfekt. Zur Bestimmung des Titers werden 100 ml einer 0,1 molaren NaCl-Urtiterlösung, also die wirklich 100% passt, vorgelegt und gegen die hergestellte Maßlösung titriert. Wir tun also so, als wäre die eine Probelösung. Wobei ein weißer Niederschlag entsteht. Bei der Titration mit Fällungsreaktionen muss man darauf achten, man gibt so lange Maßlösung dazu, bis keine Reaktion mehr stattfindet. Ist man sich unsicher, ist ein kleiner praktischer Trick, gibt man was dazu, bis man nichts mehr sieht erstmal oder bis man denkt, dass man nichts mehr sieht und notiert erstmal sicherheitshalber den Verbrauch. Und dann gibt man noch ein bisschen mehr zu und sieht, ob doch noch was passiert. Das ist das Beste. Und man macht in der Regel auch nicht wie hier, wir gerade machen nur einen Durchgang, sondern macht 3, 4 oder 5, je nachdem, wie viel Zeit und Finanz man hat und bildet dann den Mittelwert am Verbrauch der Maßlösung. Gut, aber wir titrieren jetzt halt, bis kein weißer Niederschlag mehr da ist und der Verbrauch an Maßlösung wird mit 11 ml ermittelt. Das war jetzt die Titration gegen unsere bekannte Urtäterlösung. Dann titrieren wir die Probelösung, von der wir wirklich nicht wissen, wie die Konzentration ist. Und hier wird der Verbrauch mit 15 ml ermittelt. Wie gehen wir jetzt vor? Wir haben also eine Maßlösung von einer 1-molaren Silbernitratlösung, AgNO3. Als Urtäterlösung, die 100% bekannt ist, quasi zum Justieren nenne ich es mal, unsere Maßlösung, haben wir 100 ml von einer 0,1 molaren Natriumchloridlösung vorgelegt. Wobei wir 11 ml an unserer Maßlösung verbraucht haben, bis kein Niederschlag mehr stattfand. Bei unserer Probelösung, wo wir auch 100 ml vorgelegt haben, die auf jeden Fall Chloridionen enthält, das X kann ja sonst was sein, uns geht nur um die Chloridionen, wissen wir, dass wir 15 ml unserer Maßlösung verbraucht haben. Die ersten Schritte sind jetzt anders. Der erste Schritt besteht jetzt darin, zum Titer zu kommen und der erste Schritt dabei ist, dass rechnerisch ermittelt wird, wie hoch die Stoffmenge des reaktiven Ions in der Urtäterlösung N-Urtäter ist. Hier gilt, die Stoffmenge von Urtäter ist die Konzentration von Urtäter mal das Volumen vom Urtäter. In unserem Fall also, die Stoffmenge der Chloridionen ist gleich die Konzentration der Chloridionen mal dem Volumen der Chloridionen. Wir müssen hier nicht NaCl nehmen,
denn wir rechnen nur mit Stoffmengen und Konzentrationen, nicht mit molaren Massen oder sonst was. Das heißt, ob ich hier NaCl oder Cl schreibe, spielt gar keine Rolle und deswegen können wir auch bei der Probelösung XCl- nehmen, weil alles andere uns nicht interessiert. NCl- ist dann also 0,1 Mol pro Liter mal 0,1 Liter, sind 0,01 Mol. Gut. Ein weiterer Schritt für die Hydrobestimmung ist, dass wir anhand der Reaktionsgleichung nun die theoretische Stoffmenge des reaktiven Ions der Maßlösung ermitteln lässt, N-Maßlösung soll. Denn bei dieser Reaktion gilt ja Ag plus plus Cl minus reagiert zu AgCl. Oder Silberion plus Chloridion zu Silberchlorid. Das heißt, die Stoffmenge an Silberion und an Chloridion ist identisch. Und damit können wir sagen, die Stoffmenge von Ag plus ist 0,01 Mol. Drittens hat immer noch was mit der Bestimmung des Titers zu tun, denn mit der theoretischen Stoffmenge des reaktiven Ions der Maßlösung, N-Maßlösung soll, und der theoretisch korrekten Konzentration dieser, C-Maßlösung soll, lässt sich das theoretische Volumen V-Maßlösung soll errechnen. Denn es gilt ja, V-Maßlösung soll ist gleich N-Maßlösung soll durch C-Maßlösung soll. Also, unser Volumen an Silberionen soll ist die Stoffmenge Silberionen soll durch die Konzentration Silberionen soll. 0,01 Mol durch 1 Mol pro Liter sind 0,01 Liter. Nun können wir den Titer berechnen, indem wir ganz einfach den Quotienten bilden aus dem tatsächlichen Verbrauch V-Maßlösung ist und des theoretischen Verbrauchs V-Maßlösung soll. Wir haben also hier, der Titer ist der tatsächliche Verbrauch an Silberionen durch den tatsächlichen Verbrauch, durch den theoretischen Verbrauch, den wir bräuchten, wenn unsere Maßlösung 100% rein wäre. Und haben damit 11 ml tatsächlich durch 10 ml soll, macht 1,1 als Korrekturfaktor, als Titer. Ja, und jetzt können wir eigentlich ganz normal weiterrechnen. Wir berechnen nun die Stoffmenge unserer Silberionen anhand der Konzentration mal den Volumen, teilen das aber noch durch den Titer. Haben also dann 1 Mol pro Liter mal 0,015 Liter durch 1,1 ergibt als Stoffmenge 0,0136. Anschließend schauen wir uns die Reaktionsgleichung an, hatten wir schon mal. Wir wissen also, die Stoffmenge Chloridion und Silberion sind identisch. Wir können also sagen, dass auch die Stoffmenge der Chloridion für unsere tatsächliche Probelösung, wir sind jetzt ja dabei, unsere echte Probelösung zu analysieren, 0,0136 ist. Die Konzentration unserer Chloridion können wir dann mit der Stoffmenge dieser durch deren Volumen rechnen. Also 0,0136 Mol durch 0,1 Liter sind 0,136 Mol pro Liter. Wenn nicht die Konzentration, sondern die Masse gefragt ist, können wir natürlich auch wieder die Masse ausrechnen, indem wir sagen, die Masse von Chloridion ist die Stoffmenge von Chloridion mal deren molare Masse. Also 0,0136 Mol mal 35,45 Gramm pro Mol sind 0,483 Gramm. Und ich lasse hier mal die Prozent weg, die sind in der Regel nie gefragt, man will nur die Konzentration oder die Masse haben. Wir können es aber wieder verproben, genauso wie wir das bei den Säuren gemacht haben, nur dass wir die ganze Sache dann am Ende noch durch unseren Korrekturfaktor T den Titer teilen müssen. Wir hätten jetzt also in unserem Fall die Konzentration an Chloridion entspricht der Konzentration der Silberionen mal, Klammer auf, Stoffmenge Chloridion durch Stoffmenge Silberionen, Klammer zu, mal, Klammer auf, Volumen Silberionen durch Volumen Chloridion, Klammer zu, durch den Titer. Setzen wir das alles ein, kommen wir auf 0,163 Mol pro Liter, ist dasselbe wie 1 Mol pro Liter, mal, Klammer auf, 0,0136 Mol durch 0,0136 Mol, Klammer zu, ist also nichts, mal, Klammer aus, 15 ml geteilt durch 100 ml, Klammer zu, durch unseren neuen Korrekturfaktor 1,1. Und wir kommen auf 0,136 Mol pro Liter, ist gleich 1 Mol pro Liter mal 0,15 durch 1,1. Und siehe da, es stimmt, 0,136 Mol pro Liter sind 0,136 Mol pro Liter. Ja, und das ist die ganze Kunst. Quasi um Geld zu sparen, rechnen wir halt ein bisschen mehr. Das sollt ihr jetzt natürlich auch machen. Ich habe mir jetzt hier wieder zwei Übungen ausgedacht, sind beides Fällungsreaktionen. Die Reaktionsformel habe ich euch gegeben.
Alles, was ihr braucht, wie molare Massen oder Dichten, braucht ihr eigentlich nicht. Wenn ihr aber denkt, dass ihr es braucht, müsst ihr es raussuchen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder gutes Gelingen. Viel Erfolg und ja, ich springe zur Lösung. Bis gleich. Okay, kommen wir zur Lösung und fangen wir natürlich mit erstens an. Wir hatten hier eine Maßlösung von 0,5 molarer Ammoniumsulfid-Lösung, Na4 in Klammern 2 mal S. Als Urtiterlösung haben wir 100 ml 0,1 molarer Zinkchlorid-Lösung hergestellt und haben dabei 21 ml Maßlösung verbraucht. Als Probelösung haben wir irgendeine Verbindung, irgendeine Lösung, in der Zink drin ist, und der Verbrauch hatten wir für Maßlösung hier mit 47 ml abgemessen. Wir müssen also erst wieder den Titer bestimmen, indem wir sagen, dass die Stoffmenge unseres Rohrtiters, also Zn2+, gleich der Konzentration mal dessen Volumen ist, also 0,1 Mol pro Liter mal 0,1 Liter sind 0,01 Mol. Über die Reaktionsformel können wir schauen, wie sich die Stoffmengen zueinander verhalten. Gott sei Dank, die verhalten sich gut, denn die Sulfid-Ionen reagieren mit dem Zink-Ionen-Verhältnis 1:1 zu Zinksulfid, was dann ausfällt. Das heißt, die Stoffmenge unserer Sulfid-Ionen ist genau wie die der Zink-Ionen mit 0,01 Mol. Ja, im dritten Schritt rechnen wir nun das Volumen unserer Sulfid-Ionen aus, indem wir sagen, die Stoffmenge der Sulfid-Ionen durch die Konzentration der Sulfid-Ionen soll, nicht ist, sondern soll, wie es theoretisch wäre, wenn die Maßlösung perfekt wäre. Das sind 0,01 Mol durch 0,5 Mol pro Liter, sind 0,02 Liter. So viel hätten wir verbrauchen müssen, hätten wir keinen Fehler gemacht. Tatsächlich aber haben wir ja 21 ml verbraucht. Das heißt, um den Titer zu bestimmen, tun wir uns einen tatsächlichen Verbrauch von 21 ml durch den theoretischen Verbrauch von 20 ml teilen und kommen auf einen Korrekturfaktor, einen Titer von 1,05, mit dem wir jetzt weiterrechnen. Ja, jetzt geht's normal weiter. Wir widmen uns jetzt der Probelösung statt der Urtiterlösung und tun erstmal die Stoffmenge der Sulfid-Ionen errechnen, indem wir deren Konzentration mal der ihr Volumen rechnen und das durch den Titer teilen. Also 0,5 Mol pro Liter mal 0,047 Liter durch 1,05 ergibt 0,0224 Mol. Über die Reaktionsformel sehen wir, dass die Stoffmenge sich 1:1 verhält und können daraus schließen, aha, unsere Zink-Ionen-Konzentration der Probelösung ist natürlich identisch mit jener der Sulfid-Ionen-Konzentration, also Stoffmenge als 0,0224 Mol. Die Konzentration können wir jetzt ausrechnen, indem wir sagen, die Stoffmenge unserer Zink-Ionen durch das Volumen der Zink-Ionen ergibt die Konzentration an Zink-Ionen. Und das sind dann 0,0224 Mol durch 0,1 Liter macht 0,224 Mol pro Liter. Wären damit durch, aber falls die Masse gefragt ist, rechnen wir die noch aus, indem wir die Stoffmenge an Zink mal dessen molare Masse rechnen, also 0,0224 Mol mal 65,41 Gramm pro Mol ergibt 1,464 Gramm. Wenn wir wollen, können wir das Ganze verproben, war jetzt nicht Teil der Aufgabe. Aber dann hätten wir, dass die Konzentration der Zink-Ionen, unsere Probelösung, die wir gerne herausfinden wollten, dasselbe wie die Sulfid-Ionen-Konzentration unserer Maßlösung sein soll, mal Klammer auf, Stoffmenge Zink-Ionen durch Stoffmenge Sulfid-Ionen, Klammer zu, mal Klammer auf, Volumen der Sulfid-Ionen durch Volumen der Zink-Ionen, Klammer zu, geteilt durch unseren Titer, den wir durch die Urtiterlösung ermitteln konnten, weil wir halt nicht genau gearbeitet haben. Setzen wir das alles ein, kommen wir auf 0,224 Mol pro Liter. Soll dasselbe sein wie 0,5 Mol pro Liter mal, Klammer auf, 0,0224 Mol durch 0,0224 Mol, Klammer zu, also 1, mal, Klammer auf, 47 ml durch 100 ml, Klammer zu, durch 1,05. Rechnen wir jetzt aus, kommen wir auf 0,224 Mol pro Liter, ist 0,5 Mol pro Liter mal 0,47 durch 1,05, und siehe da, es stimmt, 0,224 Mol pro Liter sind 0,224 Mol pro Liter. Ja,
Das war kein Hexenwerk, das war schon die erste Aufgabe. Bei der zweiten hatten wir als Maßlösung zwei molare Kalium-Iodid-Lösung. Als Ortheterlösung zur Bestimmung des Titers haben wir 100 ml 0,2 molare Bismut-Chlorid-Lösung oder Bismut-3-Chlorid-Lösung genauer gesagt vorgelegt. Und der Verbrauch, den wir ermittelt haben, unserer Maßlösung hier, waren 33 ml. In der Probelösung, die eine unbekannte Bismutkonzentration erhält, haben wir 100 ml dieser Probelösung vorgelegt und haben 90 ml Maßlösung verbraucht, bis es zu keiner weiteren Fällung mehr kam. Gut, wir bestimmen erst wieder den Titer und dazu müssen wir also die Stoffmenge an Bismut-3-Ionen oder Bismut-3-Ionen in unserer Ortheterlösung bestimmen, indem wir deren Konzentration mal deren Volumen rechnen. Das heißt also 0,2 mol pro Liter mal 0,1 Liter. Das heißt, wir haben eine Stoffmenge von 0,02 mol Bismut-Ionen in unserer 100 ml vorgelegten Ortheterlösung. Jetzt brauchen wir unsere Reaktionsgleichung, um zu sehen, wie sich denn die Stoffmengenverhältnisse von Bismut zu Jod, die hier reagieren, verhalten, um die Stoffmenge an Jod zu errechnen. Und wir haben hier Bismut 3 plus reagiert mit 3 Jodionen im Minus zu Bismut 3 Jodid. Das heißt also, die Stoffmenge von Jod soll ist dasselbe wie 3 mal die Stoffmenge von Bismut 3 plus. Das heißt, Ni-Soll ist 3 mal 0,02 Mol, N-Soll ist also 0,06 Mol. Damit können wir den Sollverbrauch errechnen, indem wir sagen, die Stoffmenge unserer Jodid-Ionen geteilt durch deren Konzentration. Also 0,06 Mol durch 2 Mol pro Liter ergibt 0,03 Liter. So viel hätten wir verbrauchen müssen, wäre alles perfekt. Ist es aber nicht, denn wir haben 33 Milliliter verbraucht. Deswegen teilen wir unseren tatsächlichen durch den Sollverbrauch, also 33 ml durch 30, und kommen unseren Titer als Korrekturfaktor mit 1,1. Jetzt können wir uns der Probelösung richtig widmen und rechnen perfekt weiter und können erstmal unsere Jodid, also Stoffmenge unserer Jodionen in unserer Maßlösung errechnen, indem wir sagen, deren Konzentration mal das Volumen durch den Titer. Das sind dann 2 Mol pro Liter mal 0,09 Liter durch 1,1 ergibt 0,1636 Mol. Über unsere Reaktionsformel sehen wir, dass die Stoffmengenkonzentration an Bismut-Ionen dasselbe ist wie ein Drittel der Stoffmenge der Jodid-Ionen, also ein Drittel mal 0,1636 Mol. Das heißt, die Stoffmenge an Bismut-Ionen in unserer Probelösung, in 100 ml unserer Probelösung 2, sind 0,0545 Mol. Damit können wir die Konzentration errechnen, indem wir sagen, die Stoffmenge der Bismut-Ionen durch deren Volumen, das sind also 0,0545 Mol, durch 0,1 Liter sind 0,545 Mol pro Liter. Wer Lust hatte, konnte auch noch die Masse ausrechnen, indem er sagt, ja, die Stoffmenge mal die molare Masse, also 0,545 Mol mal 208,98 Gramm pro Mol. Ja, Bismut ist ein sehr, sehr schweres Element. Das sind dann 113,99 Gramm. 114 kann man noch als Rundungsungenauigkeit tolerieren. Ja, war nicht notwendig, aber der Genauigkeit halber machen wir es, verproben das. Denn hier muss ja gelten, die Konzentration an Bismut-Ionen sei dasselbe wie Konzentration an Jod-Ionen. Mal Klammer auf. Die Stoffmenge der Bismut-Ionen durch die Stoffmenge der Jod-Ionen, Klammer zu, mal Klammer auf, das Volumen der Jod-Ionen, geteilt durch das Volumen der Bismut-Ionen, Klammer zu, geteilt durch den Titer. Alles eingesetzt, kommen wir also auf 0,545 Mol pro Liter, sei dasselbe wie 2 Mol pro Liter, mal Klammer auf, 0,0545 Mol durch 0,1636 Mol, Klammer zu, mal Klammer auf 90 ml geteilt durch 100 ml Klammer zu geteilt durch 1,1. Rechnen wir jetzt aus, kommen wir auf 0,545 mol pro Liter, sei dasselbe wie 2 mol pro Liter mal 0,3331 mal 0,9 durch 1,1 und siehe da, das stimmt. 0,545 mol pro Liter sind 0,545 mol pro Liter. Wir haben also alles richtig gemacht. Ja, damit sind wir auch am Ende der Vorlesung angelangt.
konnten ganz, ganz viel rechnen. Ich hoffe, ich konnte damit auch zeigen, wie toll man eigentlich mit relativ einfachen Verfahren und guten chemischen und mathematischen Kenntnissen hier in verschiedenen Lösungen durch verschiedene Reaktionen errechnen kann, welche Sachen drin sind. Nehmen wir alle drei Vorlesungen zusammen, also die qualitative Analytik 1 und 2 in den Vorlesungen 9 und 10, sowie die quantitative Analytik hier in der Vorlesung 11. Und dann haben wir ein Sammelsurium an sehr, sehr vielen, sehr, sehr aussagekräftigen Reaktionen und auch die Möglichkeit, jetzt durch diese Vorlesung ergänzt, nicht nur zu bestimmen, was es ist, sondern bei jeder dieser Reaktionen auch zu bestimmen, wie viel des zu untersuchenden Ions denn in der Lösung vorliegt. Und damit können wir quasi so gut wie alle möglichen Lösungen anhand ihrer Bestandteile identifizieren. Gut, wie gesagt, das war das Ende. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich habe mir, wie ihr hoffentlich merken könnt, doch recht viel Mühe gegeben, das hier anschaulich darzustellen, weil ich weiß, dass viele da mit den Rechnungen ein paar Probleme haben und auch mit der Logik dahinter. Deswegen habe ich auch ein bisschen weit ausgeholt, um auch mal die Logik zu erklären. Ich würde mich wie immer um eine positive Bewertung, einen Daumen hoch freuen. Kritik nehme ich natürlich auch gerne, sowohl positive als auch negative. Und hoffe, dass wir uns dann in den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss!